Egal ob bei Sonne, bei Regen, bei Schnee, bei Nebel, ich habe diese Fahrt mit dem Motorrad immer sehr genossen. Und zwar habe ich mittlerweile circa 10.000 Kilometer runter mit dem Bike. Und ich dachte mir, ich mache einfach mal ein Fazit daraus, ob sich das Motorrad lohnt, was es vielleicht so für Macken hat und so weiter. Was mir so nach 10.000 Kilometern Fahrt aufgefallen ist. Und das Wetter spielt uns auf jeden Fall in die Karten. Es regnet nämlich gerade dick. Also ganz ehrlich, ich wollte die letzten 20 Tage gefühlt aufnehmen und immer hat es geregnet. Das nervt einfach. Deswegen fahre ich jetzt einfach bei Regen. Mir egal. Ja, tötet mich auch nicht der Regen. Vielleicht tötet es mein Setup, aber naja. Also ja, Freunde, 10.000 Kilometer ungefähr habe ich das Motorrad jetzt schon bewegt, was echt krass ist eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Also ich hatte mal einen Freund von mir, der hat gesagt, ja, also nach 10.000 Kilometern braucht man sich auf jeden Fall nicht mehr als Anfänger bezeichnen. Also sobald man diese 10.000 Kilometer geknackt hat, darf man sich offiziell anders als Anfänger nennen. Also ja, Amateur oder so. Bin trotzdem noch ein Amateur. Kein Profi, aber trotzdem, man kann es auf jeden Fall nicht mehr sagen, dass das jetzt meine ersten Kilometer auf dem Bike sind. Das Ding ist, es ist irgendwie ziemlich warm. Also es regnet halt, aber es ist warm. Das ist irgendwie sehr komisch. Ach Digga, warum bin ich eigentlich hier lang gefahren? Das ist wieder diese Rollsplittstraße. Ich weiß nicht, was die hier getrieben haben, aber irgendwie ist hier komplett Rollsplitt oder so. Naja, ich muss dann oben mal irgendwo lang, anders lang fahren, egal. Trotzdem, deswegen muss man hier so schleichen, das nervt übelst. Ja, Freunde, auf jeden Fall, so viel ist mir nach 10.000 Kilometern nicht negativ aufgefallen. Das Bike hält durch und durch. Es hat nie irgendwelche größeren Probleme gemacht, wirklich nie. Und das, obwohl ich es übrigens bei 8.700 schon gekauft hatte. Also nur ich selber bin 10.000 Kilometer gefahren. Hier muss ich jetzt erstmal vielleicht vorbeigucken. Also, Bro, was. Ja, wie gesagt, nur ich selber bin 10.000 Kilometer gefahren. Derjenige vorher ist auch schon 8.700 Kilometer gefahren. Das heißt, insgesamt kommen wir fast bei 20.000 an von dem Motorrad. Und bisher sind noch keine wirklich Probleme aufgetreten. Also nichts, was nicht normal wäre. Halt, wie gesagt, was ich schon öfter erwähnt hatte. Kette war mal durch, Reifen musste ich mal wechseln. Aber das war es auch einfach. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, die Bremse hat auch irgendwie ein bisschen gelitten. Also ja, es bremst noch gut und es ist definitiv auch noch verkehrstauglich. Aber die könnte ein bisschen stärker sein. Also man muss schon doll reindrücken, dass die mal richtig drückt. Wobei ich sagen muss, ich mag das eigentlich. Also ich finde es nicht störend oder so. Ich finde es schön, weil dadurch kann man auch einfach mal sanft bremsen und die Bremse gut dosieren. Allerdings muss man sagen, andere 125er bremsen schon etwas stärker. Also dem sollte man sich bewusst sein. Aber ich sehe das immer gar nicht als Problem. Viele sagen immer, ja, Bremse zu schwach, bla bla. Aber es sollte ja auch so sein, dass man dann halt mehr reintritt, wenn irgendwas ist und dass man nicht aus Versehen zu stark bremst. Und das ist einfach dann dosierbarer, weil wenn man stärker reintritt, bremst ja trotzdem genauso stark wie eine andere, die sofort stark bremst, muss man sagen. Und im Zweifelsfall, wenn man auf ein anderes Auto auffährt, dann latscht man eh volles Brett rein und da juckt es einen nicht, dass man da mehr Kraft aufbringen muss. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe gerade gefühlt gar nichts mehr. Ganzes Visier ist einfach komplett zu. Ich habe zum Glück diese Gummilippe an meinem Handschuh, da kann man das immer so ein bisschen frei machen. Super 1,78. Mist, ich habe gestern für 1,80 getankt mit dem Auto. Ja, das Wetter lässt echt zu wünschen übrig. Also wirklich, wenn ich jetzt noch erwähne, dass wir einfach verdammt nochmal Juli haben und es regnet wie sonst was, da, Digga, wirklich, und die ganze Zeit nur. Wir hatten noch kein schönes Sommerwetter. Ich hatte diesmal echt Hoffnung für den Sommer, als es im Mai schon einmal 30 Grad waren oder so. Aber ich habe es aufgegeben. Sommer in Deutschland. Ich kann mich auch noch an Sommer erinnern. Da hatten wir immer 2 Wochen durchgehend Sonne. Das ist so diese Rekordsommer. Aber gut, es kann natürlich auch nicht immer so ein krasser Sommer sein. Im Endeffekt beschweren sich die Leute immer, oha, wie schön. Wie schön ist dieser Brunnen. Den gibt es irgendwie noch nicht lange, oder? Man kann sich nicht immer beschweren. Ich bin eigentlich generell niemand, der sich über das Wetter prinzipiell beschwert. Also ich meine, ihr seht es ja, ich fahre auch bei Regen. Ist mir eigentlich egal. Nur fürs Motorrad und fürs Material und so ist das halt echt nicht so geil. Boah, Junge, der Rollsplitt hier. Da rutscht man so schnell weg, vor allem wenn es nass ist. Ja, egal. Wir lassen uns nicht aufhalten. Was mir auch immer wieder auffällt ist, viele Leute denken sich, man kann sich als 125er keine Sportler holen. Und dann gibt es ja auch so tausende Leute, die immer den Sitzkomfort vorbewerten und so von 125ern. Und da muss ich echt sagen, das juckt gar nicht. Also klar sind andere Motorräder vielleicht ein bisschen gemütlicher, aber man gewöhnt sich hier dran so krass. Eigentlich sind alle 125er von der Sitzposition her sehr ähnlich und nur optisch so ein bisschen anders aufgebaut. Also man liegt hier überhaupt nicht so krass drauf wie bei größeren Motorrädern. Und dadurch ist es halt auch immer noch gemütlich. Wenn ich jetzt eine richtige Sportler habe, da liege ich hier so drauf. Bei einer 125er macht das eigentlich nicht wirklich einen Unterschied. Da sitzt man immer relativ entspannt und braucht sich eigentlich nie beschweren. Regen! Es ist wirklich krank, Alter, wie viel es jetzt regnet immer im Sommer. Was ich aber richtig geil finde am Sommer, ist so Sommergewitter, ey. Das ist so ein episches Ding immer. Ich, ohne Witz, ich habe immer den Drang, wenn Sommergewitter ist, einfach rauszugehen, an die frische Luft, eine Runde zu laufen, wenn es komplett schifft und donnert und blitzt. Allerdings muss man da halt sehr aufpassen, dass man nicht sich unter Bäumen befindet und so weiter. Muss auch aufpassen in den Kurven, weil man rutscht so schnell weg und dann versucht man nur ein bisschen Kurve zu schneiden. Aber das lasse ich lieber. Ja, also wirklich, ich bin mit dem Motorrad schon bei jeder Wetterlage gefahren, bei wirklich jeder. Ich hatte
schon Nebel, ich hatte schon Schnee, ich hatte schon Nebel und Schnee, Regen, Schneeregen. Sogar mal bei Hagel bin ich letztens gefahren, das war glaube ich sogar das erste Mal. Ja, also ich habe eigentlich schon alles durch, würde ich sagen, mit dem Motorrad. Außer vielleicht eine längere Tour, was ich auch gerne mal machen würde. Hier ist das erste Mal passiert, dass ich mit dem Knie auf den Boden gekommen bin oder so, in der Kurve. Das war auch gar nicht mit Absicht zu dem Zeitpunkt, aber es ist zum Glück nichts passiert. Ich bin halt schnell gefahren, aber hat eigentlich nicht das Ziel, dass mein Knie den Boden berührt. Ich muss auch sagen, mir ist gerade ein bisschen kalt. Also es ist an sich warm draußen und man friert nicht, aber ich friere halt einfach gerade dadurch, dass halt der Regen nass ist und mich trifft am Hals. Wisst ihr, was mich auch richtig nervt? Achso, okay, da wartet. Was eigentlich nicht hätte sein müssen, aber egal. Besser nett als nicht nett. Was mich richtig nervt ist, wenn der Hals beim Motorradfahren nur so kühl ist, erkältet man sich trotzdem. Also alle anderen Körperteile sagen dir vorher, Junge, es ist viel zu kalt, zieh dir was an, sonst wirst du dich erkälten. Außer der Hals. Der Hals ist einfach immer so, ja, so ein bisschen kühl, aber am Ende ist man dann einfach krank wegen dem Hals. Und dann hat man so Schnodder am Hals und muss die ganze Zeit husten und so. Und das ist gerade auch schon wieder der Fall, aber ich kann nichts dagegen gerade machen. Weil ich habe ein Tuch dabei, aber ich bin zu faul anzuhalten eigentlich. Ja, also es gibt einige Sachen, die immer nerven beim Motorradfahren. Es kann nie warm genug und kalt genug gleichzeitig sein. Also wisst ihr, was ich meine? Es gibt nie die perfekte Temperatur zum Fahren. Immer nur entweder zu warm oder zu kalt oder sonstiges. Die perfekte Temperatur hat man so selten beim Fahren, was eigentlich so schade ist. Ich sehe gefühlt auch nichts mehr. So, einmal sauber machen extra. Ja, aber ich glaube, ich habe noch nie bei Regen gemotovloggt, weil ich immer zu sehr Angst um meine Kamera und so habe. Also um die Kamera am wenigsten, aber vor allem, wenn man das Mikro angeschlossen hat und so, ist dann am Ende komplett durch. Guckt euch diese Landschaft an, Freunde. Alle anderen Motovlogger wohnen halt gefühlt in irgendeiner Großstadt und ich wohne halt auf dem Land. Da ist irgendwie Motorradfahren viel geiler. Aber ich kenne eigentlich kaum einen großen Motovlogger, der auf dem Land wohnt, oder? Aber ich finde es cool, weil die Aussicht und so immer, vor allem hier ist echt gerade richtig bergig und schön. Genau, hier geht's runter zum Campingplatz, soweit ich weiß jetzt. Da hängen Stiefel wieder am Ortseingangsschild. Warum ist das eigentlich so ein Ding? Überall hängen Stiefel am Ortseingangsschild. Ich weiß nicht wieso. Was heißt das? Wanderfreundliches Dorf oder was? Oder Schlechtwetterdorf? Also Gummistiefel auch immer. Schöner Traktor. Und Hyundai i20N müsste das sein, oder? Ja, das ist auch so ein richtig typisches Dorf, so einfach in der Mitte ist irgendwie so ein, es sind so zwei Streifen und in der Mitte ist noch irgendwie so Vereinszeug und so ein Spielplatz oder so. Ja, guck, hier kommt wirklich ein Spielplatz, ich wusste es. Und halt so ein Dorfteich, genau, der ist auch immer in der Mitte und außenrum gehen immer so zwei Straßen. Das ist so das typische ostdeutsche Dorf einfach, aber kann man sich nicht beklagen. Und jetzt kommen wir gleich richtig runter ins Tal. Schöne Landschaft aber hier. So, hier ist jetzt Sackgasse, aber ich fahre mal trotzdem weiter. Zufahrt bis Campingplatz frei, fahren wir mal runter. Was ich auf jeden Fall sagen muss, falls es die Leute interessiert, vom Sprit her, ich komme immer so knapp, ja, wobei, nee, ich weiß mal nicht so knapp, 350 Kilometer kommt man immer. Wenn man es mal richtig drauf anlegt, hat man auch schon mal 400 geschafft. Allerdings würde ich es nicht darauf anlegen. Ich bin auch schon mal liegen geblieben mit dem Motorrad, weil ich es zu sehr übertrieben habe. Nämlich, die Reserveanzeige geht relativ früh an, also besser gesagt, dann blinkt halt der Tankbalken. Und dann kommt hier so ein neuer Trip, also dann steht nicht mehr der alte Kilometerzähler da, sondern dann steht da so Trip F, also wegen Trip Fuel. Dann kann man immer noch so 70 Kilometer eigentlich fahren, aber da ich das eine Mal komplett Autobahn geballert bin und so, bin ich nach 50 Kilometern dann schon liegen geblieben, als ich halt eigentlich gerade dann noch tanken wollte. Aber war meine Schuld und seitdem tanke ich jetzt einfach immer, wenn der Balken blinkt und leg's gar nicht mehr drauf an. Ist auch irgendwo der schönere Move. Von der Schönheit her kann man auf jeden Fall nichts gegen das Motorrad sagen. Ich finde, es ist immer noch die schönste 125er. Auch die neueren Modelle sind teilweise richtig schön, einfach geil geschwungen und so. Wobei mir die Integration des Displays bei den neueren Modellen nicht gefällt. Boah, guckt euch das mal an, wie krass es hier ins Tal geht. Also das Display ist meiner Meinung nach nicht so geil integriert bei den ganz neuen Modellen. Sieht einfach nicht so schön aus. Wo geht's hier lang? Ah, Bungalow. Aber von der reinen Optik her sehen die neueren Yamaha-Modelle auch richtig, richtig geil aus. Ich weiß nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon A2 habt, wie viel ihr in eurer 125er Zeit gefahren seid. Also bei mir waren es ja dann offensichtlich ca. 10.000 Kilometer jetzt. Ist auf jeden Fall nicht ganz wenig, aber ist jetzt auch nicht übertrieben viel. Es war halt logischerweise wie immer am Anfang mehr und dann ist es halt ein bisschen abgeflacht, logischerweise, weil man halt nur noch, vor allem wenn man Autoführerschein hat, fährt man nur noch zu schönem Wetter und zu Genießerwetter ist man dann noch unterwegs oder wie ich jetzt im Regen. Ja, wie gesagt, das Wetter hat nie so eine Rolle gespielt, aber einfach, wenn ich mal Bock hatte zu fahren und wenn es sich auch angeboten hat, dass ich statt mit dem Auto mit dem Motorrad fahre, weil immer, wenn ich Lea irgendwohin mitnehme, fahre ich eigentlich dann auch lieber mit dem Auto meistens. War hier zählt es auch, oh,
Oha, wie geil. Krass, Alter, da ist ja ein richtiger Zeltkreis. Wie so ein, ich glaube, so ein Ferienlager oder irgendwas bestimmt. Denke ich jetzt mal. Die Strecke hier ist auf jeden Fall lustig. Ich war hier schon mal mit dem Motorrad. Ich war hier nämlich mal mit Jannes Zelt, ne? Im Sommer. Und da sind wir auch mal mit dem Motorrad hierher gefahren. Weiß ich auf jeden Fall noch. Besser gesagt, ich war hier schon mehrmals mit Jannes Zelt. Genau, und vorne ist jetzt die Schranke zu. Schade. Ich habe gehofft, man kommt mal zum Wasser oder so. Ich glaube, das wird jetzt aber nicht. Ist auch alles zu. Es ist eigentlich ein richtig geiler Campingplatz, aber bei dem Wetter bockt es natürlich auch nicht so. Guckt euch da vorne das Wasser an, da sieht man es doch. Wunderschön. Also tagsüber kommen dann halt auch viele einfach mal so vorbei. Aber jetzt natürlich nicht. Da ist einfach die Saale. Das ist so eigentlich das einzige Highlight hier so im Saale-Orla-Kreis. So Thüringer Meer und Hohenwarte-Talsperre aus unserer Gegend. Sonst gibt es eigentlich nichts Krasses. Dafür halt Saale-Tal. Also kann ich jedem nur empfehlen. So, ich würde sagen, wir fahren trotzdem mal wieder los. Sonst gibt es hier nichts mehr zu sehen. Also klar, ich kann jetzt auch noch eine Runde baden gehen, aber dann müsste ich nackt nach Hause fahren. Oder in komplett nassen Sachen. Wobei das eh egal ist, meine Sachen sind eh langsam durch. Deswegen, who cares? Ja, und vom Gasverhalten her ist das Bike auch echt geil. Also, es ist auch eine 125er, die erst in hohen Drehzahlbereichen, ne, richtig abgeht. Das merkt man dann auch richtig, wie die dann erst schiebt. Das ist bei Yamaha ja generell der Fall. Also, das zieht sich komplett durch. Bei 600ern ja sowieso, aber bei Yamaha ist das gefühlt bei allen Motorrädern so, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Und auch andere 125er, die drehen unten schon ein bisschen, also in den unteren Drehzahlbereichen gehen die schon ein bisschen mehr ab. Und bei Yamaha nicht, aber dafür in den oberen. Und das, ich feiere dieses Fahrverhalten auch einfach, weil man kann es einfach entspannt fahren, ohne viel Power. Und wenn man aber Power haben will, dann kann man die abrufen. Und das ist halt einfach der Yamaha-Lifestyle irgendwie. Alter, es wäre so cool, wenn wir jetzt irgendwie so ein Reh oder so hier sehen. Ich weiß zwar nicht, ob die hier jetzt chillen, aber wenn irgendwie jetzt so ein Tier angerannt kommt. Okay, jetzt wäre nicht cool, wenn das jetzt über die Straße rennt und mich trifft, aber sonst wäre es echt super, Freunde. Da kommt sogar mal ein Auto, wie besonders. Ich fühle mich gerade wie, als war ich campen und fahre jetzt wieder nach Hause. Guckt euch das an, da runter ins Tal. Ich weiß auch gar nicht, wann wir so krass, ja gut, Ranes hoch, sind wir so den Berg hochgefahren, deswegen sind wir jetzt so weit oben. Also ich wohne eigentlich nicht so weit oben auf dem Berg wie jetzt hier. Hier ist sogar der Fahrradweg offiziell ausgeschildert, krass. Hätte ich gar nicht gedacht. Das finde ich echt schön gemacht eigentlich mittlerweile in Deutschland. Überall ist so richtig Fahrradweg ausgeschildert. Also eigentlich, wenn man nicht ganz blöd ist und mal ein bisschen aufpasst, sieht man immer, wo der Fahrradweg lang geht und das ist eigentlich echt geil gemacht. Sollte eigentlich auch so sein. Ich kann das auch immer nicht leiden, wenn man den Fahrradweg erst suchen muss. Vor allem Autofahren, also Straßen finden ist ja so easy über Google Maps und so, aber Fahrradwege findet man halt manchmal nicht ordentlich und deswegen ist es echt wichtig, dass die gut ausgeschildert sind, weil sonst ist das eine ewige Sucherei, weil die Fahrradwege gehen ja meistens überhaupt nicht da lang, wo die Straße auch lang geht. Das ist halt ultra nervig. Ey, hier links im Garten waren immer irgendwelche Hühner, das weiß ich noch. Die sind auch manchmal ausgebüxt oder so, aber irgendwie sind die hier nicht mehr. Boah, ich glaube, ich muss mal pissen gehen, Freunde. Oh, ja, und wenn wir schon mal zu dem 10.000 Kilometer Fazit kommen, also ich würde euch Offroad-Fahren nicht empfehlen. Ah, hier sind... Oh, nee, das sind keine Hühner, lol. Fast dasselbe. Hey, können die hier nicht ausbüchsen einfach, denke ich? Also, schnell, wo sind wir hier? Bei irgendeinem Bauernhof. Keiner kann mir erzählen, dass die Bros hier nicht einfach ausbüchsen könnten, oder? Guckt euch mal den Zaun an. Die können doch sogar so halb fliegen, also so gleiten zumindest. Sowas ähnliches halt, so ein Krüppelfliegen. Ich habe halt einfach manchmal so Tage, da muss ich gefühlt 10-mal am Tag aufs Klo. Kennt ihr das? Das ist richtig nervig. Und manchmal gehst du so einmal am Tag. Vor allem mit 2 Hosen und 2 Gürteln. Das ist echt nicht mehr normal. Einfach nur, weil ich zu faul bin, vor dem Motorradfahren meine Hose auszuziehen und dann einfach die Motorradhose drüber ziehe. Boah, jetzt ist mir schon warm, wenn ich so rumstehe und es aufhört zu regnen. Und ich kann euch empfehlen, wenn ihr eine gebrauchte YZFR 125 sucht, versucht eine mit Sportpaket zu finden. Die sind richtig geil. Die haben so eine dunkle Scheibe, wie bei mir. Dann haben die, meine ist irgendwie sogar so eine japanische Edition gewesen. Also so von der Erstausgabe. Die haben hier so ein Tankpad sogar noch, so ein japanisches. Sieht richtig cool aus, finde ich. Dann haben die so japanische Felgen, Sticker. Die waren, es war alles ab Werk dabei. Und dann hier noch so, wie heißen die Dinger nochmal? Ja, ich habe vergessen, wie die heißen, aber dass man halt, dass die einen Sturz abhindern. Solche Cards oder so. Ja, und wenn man halt, die sehen halt auch geil aus. Und wenn man hinfällt, dann federt die den Sturz ab. Damit das Motorrad nicht kaputt geht hier, dann landet es halt hier auf dem Lenker und hier drauf. Und sonst kann ich nicht viel sagen. Ich kann euch ja mal das Display zeigen. Also wir haben jetzt 18.000 Kilometer, genau. Also es sind wirklich so ungefähr 10.000, die ich jetzt gefahren bin. Noch nicht ganz. Durchschnittsgeschwindigkeit habe ich 53 km/h, seit ich das Motorrad habe. Ja, kommt ungefähr hin auf jeden Fall. Man fährt ja mal langsamer, mal schneller. Dann haben wir 2,4 Liter. 2,4 Liter auf 100 Kilometer ist echt wenig, ne? Überlegt euch das mal. Das hier sind die aktuellen Liter. Die sind ja gerade nicht an, logischerweise, weil ich fahre ja nicht. Genau, also 2,5 Liter pro 100 Kilometer als Durchschnitt. Ich habe das, glaube ich, auch noch nie resettet. Das ist echt verdammt wenig. Also das ist sau sparsam. Obwohl ich meine,
manchmal auch 3 Liter oder so verbraucht, aber manchmal scheinbar auch viel weniger, wenn man einfach entspannt dahin fährt. Halt so im 5., 6. Gang durch die Stadt und so, das ist halt einfach übel chillig, ne? Also es ist auf jeden Fall kein Verbrauchsmonster, das Motorrad. Und ich finde, man kann nicht viel gegen das Motorrad sagen, weil man zahlt auch hier wirklich nur die wichtigen Sachen halt, die so ein Motorrad hat. Also klar, das Display frisst wahrscheinlich ein bisschen Geld, aber bei so einer Duke oder so, da zahlt man ja auch noch für, keine Ahnung, diese Handyverbindung und so weiter und diese ganzen Features. Was ich hier echt geil fände an dem Bike wäre, wenn die Knöpfe in der Nacht beleuchtet wären. Das sind sie leider jetzt nicht. Das fand ich nämlich bei der Duke immer so geil irgendwie. Das ist wirklich ein richtig geiles Upgrade. Man braucht es auch nicht, so ist nicht, ne? Also man weiß irgendwann, wo die Knöpfe sind und so. Und dann kommt man auch in der Nacht gut klar. Boah, Alter, das hier ist eine Huckelstraße. Und für sowas ist das Motorrad eigentlich überhaupt nicht gemacht. Wenn ihr mal so einen richtigen Huckelweg fahren wollt, könnt ihr das machen. Aber ich würde es jetzt nicht für die Unterhaltung tun, sondern nur, wenn ich da halt auch lang müsste. Und nicht jetzt aus Spaß. Habe ich auch schon öfter gemacht. Ich bin auch schon öfter solche Schleichwege und sowas mit dem Bike gefahren. Aber man macht das jetzt nicht so, um Spaß zu haben. Und ich kann nach 10.000 Kilometern nichts Schlechtes über das Motorrad sagen. Höchstgeschwindigkeit, die ich es bisher hatte, waren 145 km/h nach Tacho, was glaube 132 oder 131 nach GPS gemessen waren. Und das eine Mal dachte ich mir wirklich so, boah, jetzt wäre sogar noch mehr gegangen. Da hatte ich Rückenwind und musste dann aber ein bisschen abbremsen sogar, weil vor mir ein Auto war. Das war auf der Autobahn. Aber das Ding ist sogar, man kann die Höchstgeschwindigkeit natürlich noch künstlich antreiben, aber eine realistische Höchstgeschwindigkeit ist halt so 140 km/h nach Tacho. Aber natürlich könnte man jetzt für perfekte Bedingungen sorgen, wenn ein Auto vor dir fährt, du sozusagen keinen Gegenwind hast, du es meinetwegen Super Ultimate getankt hast, auch wenn es nicht viel bringt, habe ich auch schon mal getestet, du ja möglichst wenig wiegst, kaum Klamotten anhast, also kaum Widerstand, dich richtig klein machst und so weiter, ja, kann man die Höchstgeschwindigkeit natürlich erhöhen, aber das ist dann ja auch nicht wirklich realistisch. Das macht ja keiner bei so einem normalen Topspeed-Test. Das ist genauso wie die ganzen Elektroautohersteller, die dann immer als Reichweite irgendeinen Laborwert angeben. Das finde ich so affig und ich finde auch, das sollte verboten sein. Das sollte einfach ein realistischer Wert genommen werden, wenn man ganz normal mit dem jeweiligen Fahrzeug unterwegs ist. Ich finde das nämlich übel dreist sonst einfach. Oh, oh, ja, wir fahren mal hier lang. Hier sind wir wirklich im tiefsten Thüringer Wald immer drin mit den Straßen. Ich habe zwar vorhin gesagt, dass ich es cool fände, wenn so ein Tier jetzt hier wäre, aber solange es nicht auf die Straße rennt. Was gibt es eigentlich in Deutschland so für krasse Tiere? Ich meine, theoretisch, so das krasseste Tier, was man hier treffen könnte, wäre so ein Wolf. Aber die sind immer noch so selten in Deutschland und die sind ja auch vor kurzem erst wieder so ein bisschen mehr geworden, glaube ich. Also wenn ich einen Wolf treffen würde, da hätte ich so Respekt, glaube ich. Ich fände es so krass einfach. Und Füchse sieht man sehr oft, muss ich sagen, die sich auch beim Autofahren andauernd. Vor denen habe ich jetzt auch nicht wirklich Angst. Die rennen ja auch einfach nur vor einem weg. Die greifen einen ja gar nicht an. Fuchs ist halt einfach nur ein smartes Tier. Schlau wie ein Fuchs, sagt man ja auch immer. Ja, und Rehe sieht man ab und zu mal. Dies, das, Ananas. Waschbären, Marder, Dachs und so. Deutschland hat auch coole Tiere und das Geile ist, dass die in Deutschland alle relativ ungefährlich sind und dich nicht umbringen. Das ist eigentlich sogar sehr freundlich, wenn ich so drüber nachdenke, weil in anderen Ländern musst du halt wirklich Angst haben, wenn du in der Natur unterwegs bist oder da zeltest oder so, dass da, keine Ahnung, irgendeine giftige Schlange kommt oder sonst irgendwas und davor hätte ich so Angst. Und in Deutschland gibt es ja nur 2 Schlangen, einmal Blindschleiche und einmal Ringelnatter und die sind beide komplett ungefährlich. Funny, dass hier einfach der Obi Pösneck ausgeschildert ist, so WTF. Penjuck, dass es da zum Obi Pösneck geht. Aber irgendwie coole Werbung so. Vor allem beim Obi, da ist letztens irgendeine chemische Flüssigkeit ausgelaufen. Da gab es irgendwie 7 Verletzte und tausende Einsatzkräfte sind gefühlt dahin gefahren. Ich weiß gar nicht, was da so abging richtig im Nachhinein. Würde mich eigentlich mal interessieren, könnte ich nochmal nachgucken. Aber da war richtig, richtig irgendwas mit Explosion und irgendwelchem Giftgas und so ein Zeug. Keine Ahnung, was da los war. Ja, Freunde, auf jeden Fall. Ich kann nach 10.000 Kilometern nur sagen, ich kann das bei jedem empfehlen. Ich habe keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Was ich euch noch empfehlen könnte, ist, guckt mal, dass ihr bessere Reifen bekommt, aber halt erst, wenn die alten abgenutzt sind. Ich finde das irgendwie sinnlos, dann direkt neue zu kaufen, aber man sagt eh so, nach einer Motorradsaison oder nach 8.000 Kilometern sagt man eigentlich neue Reifen. Aber meine waren ja auch schon gefahren, deswegen habe ich mir jetzt einfach einen neuen Hinterreifen besorgt. Vorderreifen ist immer noch der alte, weil ich war mir zu teuer. Aber allein da hat man schon so ein krasses Upgrade gemerkt und eigentlich bräuchte ich auch noch den Vorderreifen, damit es halt nochmal besser wäre. Man merkt da so einen Unterschied zwischen Standard und einem guten Bridgestone BT46. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Auf jeden Fall, Freunde, ich hoffe mal, euch hat dieser Motovlog gefallen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann und haut rein, Leute.